Herzlich willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 im freien Spiel. Und ja, wir haben ja beim letzten Mal diesen formschönen Trank gebraut und jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Normalerweise soll es ein Alterungstrank sein. Ja, toll. Und jetzt darf ich hier in gebückter Haltung im Super-Eiltempo da hinterschleichen. Da braucht Harry ziemlich lange. Hoffentlich hält die Wirkung so lang. Aber er kann halt jetzt nicht schneller gehen. Okay. Das hat geklappt. Sehr schön. Hoffentlich war das jetzt eine gute Idee, dass... Ach nee, die anderen sind dann auch hinterhergekommen. Gut, dann ist das jetzt hier die verbotene Abteilung. Genau, und da waren wir ja schon mal. Und zwar im Level, als wir hier nach einem Buch über Nicolas Flamel gesucht haben. Und da ist der rote Stein, ich sehe ihn schon. Kriegen wir den da raus? Nee, so einfach ist es dann doch nicht. Okay. Wir müssen erst die Bücher einsortieren. Okay. Ich habe keine Ahnung, in welcher Reihenfolge. Die rutschen, glaube ich, automatisch rein, wenn man sie an die richtige Stelle packt. Genau. Hier. Da ist er. Sehr schön. Ja, wollen wir es dann schon hier gut sein lassen mit dem roten Stein? Ich, wie gesagt, wir müssen sowieso alles nochmal zu 100% dann abarbeiten. Aber ich möchte jetzt erst die wichtigsten roten Steine freischalten. Dann haben wir nämlich alle Fühler und dann blinkt hier alles ganz wild und dann übersehe ich auch nichts mehr. Wo ist denn jetzt Hedwig? Jetzt habe ich die schon wieder aus den Augen verloren. Hallo, Hedwig. Da ist sie. Und dann möchte ich noch in das Zimmer Verteidigung gegen die dunklen Künste, um noch schnell zaubern zu kriegen. Ich glaube, schnell zaubern war das. Jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt, was wir geholt haben. Genau. Also, wir kriegen noch schnell zaubern in einem Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aber jetzt würde ich sagen, wenn wir jetzt eh schon mal da sind, die Geschichte mit dem Alterungstrank, die war jetzt eh schon so nervig, dann machen wir jetzt hier noch schnell diesen Bereich fertig. So viel kann es ja nicht sein. 3, 4. Okay. Und dann geht's ab in die Winkelgasse und da werden wir dann alles abarbeiten. Also dann kaufen wir richtig schön ein. Kaufen schon mal unsere vorhandenen Charaktere. Geld genug haben wir ja jetzt und unsere roten Steine, die uns noch fehlen und was wir sonst noch alles so haben wollen. Wir haben über 100 Millionen, also das sollte ja erstmal reichen. Huch! Ja, und jetzt? Ah, ich muss die Bücher einsammeln, okay. Das geht jetzt auch total leicht mit der Steuerung, wie ihr seht. Der Wagen kippt auch überhaupt nicht leicht um. Wo sind denn jetzt die anderen? Da ist noch eins. Eins fehlt noch, da drüben. So. Das sieht mir aus, als wäre das entweder Padma Patil oder vielleicht Katie Bell oder Angelina Johnson. Alicia Spinnett, genau, die dritte, die hatte ich jetzt nicht. Also Alicia Spinnett, Angelina Johnson und Katie Bell sind drei Gryffindor-Schülerinnen aus der Klasse von Fred und George, also ein Jahr über Harry. Und das sind die drei Jägerinnen im Quidditch-Team der Gryffindors. Drei Mädels, die schmeißen da den ganzen Laden, so muss es sein. So, jetzt muss ich noch irgendwie nach oben kommen. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Da darf mich mal jemand nach hoch zaubern. Ach so. Huch. Ja, toll. Ach, da brauche ich Barty Crouch, okay. Ja, daran soll es jetzt nicht scheitern. Gut, dass wir den dabei haben. Ich werde auch dazu tendieren, wenn ich dann nachher die Level nochmal spiele. Huch. Immer einen schwarzen Zauberer, also vorzugsweise Barty Crouch oder wenn wir dann mal einen anderen haben,
auszuwählen, um mit dem das Level zu spielen, weil diese roten Glitzerdinger, die haben wir, glaube ich, in so ziemlich jedem Level. Den brauchen wir also auf jeden Fall. So, und jetzt kriegen wir einen Zauberer in Rot. Wie schön. Verstehe ich gar nicht, dass das Spiel da auf solche Sachen wie Zauberer in Rot und Slytherin, Vertrauensschüler und Mädchen und Junge zurückgreifen muss, wo es doch so viele Charaktere im Harry Potter-Universum gibt. Also man hätte diese ganzen Charakterstats auch richtig benennen können. Da gibt es so viele, die nur in den Büchern vorkommen. Ja, jetzt, toll, jetzt habe ich hier Ohrschützer, aber keine Alraune weit und breit. Da blinkt noch was. Ach nee, das ist der Wagen, dass ich da drauf kann. Okay. Nee, da ist jetzt hier nichts mehr weiter. Dann waren die Ohrschützer für die Katz. Aber gut, wir haben dann auf jeden Fall hier alles geholt. Und hier haben wir, glaube ich, auch alles geholt. Also, es sei denn, es gibt hier noch goldene Steine, aber das erfahre ich erst, wenn ich den goldenen Steinfühler aktiviert habe. Und dazu muss ich in die Winkelgasse. Ich schaue jetzt aber noch schnell, ob ich noch den Schnellzaubern roten Stein kriege. Der ist nämlich sehr hilfreich. Dann geht das Ganze nämlich wesentlich schneller. Also habe ich zumindest so eine Erinnerung. Ich glaube, da muss ich... Moment, da oben hängt wieder mal einer. Aber den haben wir doch auch schon 5000 Mal befreit, oder nicht? Der da. Haben wir nicht? Ja gut, machen wir alles noch. Machen wir alles noch. So. Wo geht es jetzt in Verteidigung gegen die dunklen Künste? Da oben. Nee, nee, nee. Da gab es aber doch mehrere Klassenzimmer. Und zwar... Ich muss jetzt gerade noch mal kurz gucken, damit wir jetzt nicht noch mehr Zeit verschwenden hier. Das habe ich. Unbesiegbarkeit brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Den kriegen wir schon auch noch, keine Sorge. Verteidigung gegen die dunklen Künste 2. Das Zimmer brauche ich. Das ist eigentlich, ich glaube, das von Gilderoy Lockhart oder so. Ich weiß jetzt nicht genau. Wo ist das jetzt gerade? Ich muss gerade hier kurz die Karte checken. Entschuldigung. Mein Handy stört gerade. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht zu sehr. Da, Defense Against the Dark Arts. Okay, also ich glaube, ich muss doch da hoch, aber ich hatte doch da alles, dachte ich. Da waren wir doch drin. Ja, ja klar, da war ja auch das mit der Schlange und so. Bin ich jetzt etwas irritiert gerade. Weil da oben kann ich ja nicht rein. Und da unten, da geht es zu dem Raum mit der Schlange. Es muss also noch ein anderes Klassenzimmer geben. Gut, es ist jetzt... Schnell zaubern ist jetzt auch nicht das Allerwichtigste, ehrlich gesagt. Wenn ich das jetzt nicht auf Anhieb finde... Ist das jetzt nicht so schlimm? Nee, ich finde... Ach, da. Nee, doch nicht. Egal. Das lassen wir jetzt. Wir gehen jetzt zur Winkelgasse. Und... kaufen erstmal richtig schön ein. Und dann werden wir alles abarbeiten. Aber wirklich alles. Und... Wenn wir zwischendurch rote Steine oder sowas finden, dann können wir ja immer noch in die Winkelgasse zurück und die dann nachkaufen oder auch die Charaktere nachkaufen. Aber jetzt haben wir erstmal unseren Grundstock gelegt, endlich. Dieses Schnellzaubern ist ja nur eine Spielerei, das ist jetzt nichts, was wir zwingend brauchen. Und wichtig ist, dass wir diese ganzen Fühler erstmal aktivieren und dann gleich noch bei Madame Malkins die Charaktere freischalten. Kann ich da eigentlich noch welche kaufen? Tatsächlich. Ah ja, 12 goldene Steine muss ich insgesamt kaufen. Einen habe ich da wohl schon.
Ja gut, das mache ich aber erst, wenn ich noch ein bisschen mehr Geld habe oder wenn ich sehe, wie viel nach unserer Shoppingtour übrig ist. Denn wichtiger ist es erstmal, dass wir die anderen Sachen einkaufen. So, also, das brauchen wir jetzt eigentlich hier nicht. Ja gut, ich mache das jetzt mal. Das kostet nicht viel. Das sind so Gimmicks. Das kennt ihr ja schon aus Lego Harry Potter. Die haben wir schon. So, Mann, jetzt fangen wir mal hier an. Also den haben wir. Der fehlt uns noch. Haben wir. Den will ich auf jeden Fall. Ja. Das kann ja alles nicht schaden hier. Den auch. Den unbedingt. Den unbedingt. Und was haben wir hier? Schnellgraben. Okay. Dann aktivieren wir das mal alles. Fangen wir oben an. Also diese vier hier. Ach, die habe ich jetzt gar nicht gekauft. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Das sind so Gimmicks. Das können wir am Ende auch noch kaufen. So, der ist an. Die sind auch an. Stadtmagneten brauchen wir. Den können wir. Den, 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 den. Okay. Und da seht ihr jetzt schon, dass es hier gelb blinkt. Das heißt, dass da dann irgendwo ein goldener Stein zu holen ist. Und zwar hier. Ja, genau. Ja, klar. Die können wir ja kaufen. Aber da die Charaktere ziemlich ins Geld gehen, würde ich erstmal gerne nebenan shoppen gehen bei Madame Melkins. So, da haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen was zu tun. Da nehmen wir jetzt alles, was wir kriegen können. Dann haben wir hier ein bisschen einen Überblick. Ja, wahrscheinlich war es gar nicht so viel. Wir haben ja beim letzten Mal schon viele gekauft. Ja, dann können wir uns dann die goldenen Steine, glaube ich, doch noch gönnen. Ja, doch, kommt ein bisschen was zusammen, aber vom Preis her sieht man da fast gar nichts, weil wir ja wirklich mehr als genügend Geld haben. Ganzen Hufflepuffs. Barty Crouch Senior, Zauberer Rot, Hexe Weiß. Also was das soll, weiß ich auch nicht so ganz. Junge Mädchen, die ganz wichtigen, genau. Der Bassist, den haben wir noch nicht gekauft gehabt. Bahnhofswache, Fleur, Fleur. Fleur. Gabrielle. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt müsste man eigentlich durch sein. Okay, schön gut Geld ausgegeben. Uns fehlen natürlich noch ein paar wirklich wesentliche Charaktere. Die kriegt man aber vorzugsweise in den Leveln. So, dann gehen wir jetzt nochmal da rein und holen uns noch die goldenen Steine, die da zum Verkauf gestanden waren, damit wir hier mal ein bisschen Geld sinnvoll investieren. Ja, die kosten ja eigentlich auch nicht wirklich viel im Vergleich zu dem, was wir haben. Ich glaube, dass mit dem Geld, was wir jetzt haben, schon alles kaufen könnten. Mir ist gerade noch eingefallen, ich möchte gerne noch den einen Zauber kaufen. So. Wo war das denn nochmal? Wo konnten wir denn die Zauber kaufen? War das hier drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, genau. Ja, damit können wir, das sind eben so Scherzzauber, aber die nehmen wir mal alle, weil die brauchen wir, um letztendlich auf 100% zu kommen. Wenn ich jetzt jemanden angreife, dann wird immer zufällig gewählt, mit welchem Zauber der angegriffen wird. Das dauert jetzt gerade leider einen kleinen Moment. Rictus Sempra ist übrigens der Kitzelfluch. Aber machen müssen wir es ja sowieso, also bringen wir es hinter uns. Tarantalegra ist der Fluch, der einen tanzen lässt. Also wir lernen hier gerade ordentlich Flüche. Locomotor Mortis ist eine Beinklammer, ein Beinklammerfluch. Im Gegensatz zur Ganzkörperklammer, das wäre Petrificus Totalus. Redactum Scullus. Ja, das haben sie sich hier ausgedacht. Das kommt in den Büchern, glaube ich, so nicht vor. Genauso wie Colovaria. Das ist, glaube ich, im Haare
zu färben. Calvorio ist für eine Glatze, so wie es aussieht. Was? Antioculatia. Okay. Hoffentlich haben wir das jetzt bald mal hinter uns. Hier, wer braucht denn so viele Flüche, bitteschön? Herbivores. Ja, da kriegt man dann Blumen als Haare. Glacius. Glacius ist der Eiszauber. Der kommt also tatsächlich mal wieder vor in den Büchern. Den haben sie sich jetzt nicht ausgedacht. Encarcerus, der Fesselfluch. Flipendo. Ja, den habe ich nie so ganz gecheckt. Der kommt in dem Spiel Harry Potter für die PlayStation im Teil 1. Da kommt Flipendo vor, mir sagt er gar nichts. Der Stolperfluch, der hat gar keinen tollen lateinischen Namen. Haben wir es jetzt bald mal hier? Das dauert ja ewig. Stupor, ja, der Schockzauber. Der ist ganz, ganz wichtig. Genauso wie der Lähmfluch zum Beispiel. Engorgio Scullus. Engorgio ist immer der Wachstumszauber und Scullus ist dann halt Kopfwachstumszauber. Accio, den wollte ich eigentlich. Sehr schön. Damit kann man also wohl Gegenstände herholen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der sich auswirkt, ehrlich gesagt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, den groß benutzt zu haben. Okay, Gott sei Dank, das wäre auch geschafft. Was sagt jetzt unsere Prozentangabe? 50,6. Ja, und dabei haben wir noch gar nicht richtig losgelegt mit dem Abarbeiten, sondern hier nur so ein paar Kleinigkeiten geholt. 11 von 20 roten Steinen haben wir schon. Wir haben schon 27... Oh, Entschuldigung. Von 50 Schülern in Gefahr gerettet. Und, also wir haben schon... Bis auf die Sachen, die wir in den Leveln abarbeiten müssen, haben wir schon überall so ungefähr die Hälfte geschafft. Ja, das finde ich total geil. Und jetzt legen wir richtig los. Und wie machen wir das? Wir fangen in der Winkelgasse an. Und zwar ganz oben und da blinkt auch nirgends was. Den brauchen wir eigentlich gar nicht groß. Da drüben blinkt was. Ich glaube, wir... Wir gehen jetzt, glaube ich, erstmal in die Nocturngasse. Genau. Und schauen mal, ob da noch irgendwas ist, was wir holen können. Wahrscheinlich nicht. Also da blinken nirgends Pfeile. Also ist hier auch nirgends was. Ja gut, wir können natürlich Stats einsammeln. Aber mehr auch nicht. Das Einzige, was hier noch wäre, wäre eben dieses Bonuslevel, das wir erst kriegen, wenn wir alle goldenen Steine haben. Gut. Also ich glaube, richtig abarbeiten können wir jetzt hier im Winkelgassenbereich nicht so sehr viel. Ein bisschen was ist hier wohl noch, aber Gringotts, weiß ich jetzt nicht, ob das schon Sinn macht, die Bonuslevel zu machen. Weil, ja, wobei jetzt mittlerweile dürften wir eigentlich alles können von den Charakteren her. Aber ich habe immer noch das Problem, dass ich nicht sicher bin, ob ich einen Charakter habe, der stark genug ist, um an diesen Griffen zu ziehen. Und ich habe ja nur Vernon Dursley, von dem ich glaube, dass er es könnte. Und Hagrid kriegen wir ja erst in den Leveln. Also würde ich eventuell die Bonuslevel aufschieben, bis wir Hagrid haben. Dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber wir können hier noch irgendwo einen goldenen Stein holen. Und eine Charaktermarke. Eventuell im tropfenden Kessel, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich wollte jetzt eigentlich ganz gerne in Hogwarts anfangen. Und dann... Nee, hier blinkt nichts. Okay. Ja gut, die Charaktermarke, das kann sein. Genauso wie der goldene Stein, dass das auf die Nocturngasse bezogen ist. Denn da gibt es das eben noch. Aber das können wir erst ganz am Ende machen. So, wir gehen jetzt nach Hogwarts zurück. Ja. Und... Das weiß ich gar nicht. Wann haben wir denn mit dem Part jetzt angefangen? Ist noch nicht so lange, glaube ich, gell? Jetzt sind wir wieder im im Verwandlungsklassenzimmer. Ich guck mal kurz wegen der Zeit. Ja.
Da würde ich ja fast dazu tendieren, den Partys an dieser Stelle zu beenden. Und ich suche jetzt gerade hier den Ausgang, so. Und dass wir dann beim nächsten Mal mit Hilfe meiner Karte, die ich hier vorliegen habe, wo bin ich denn? Da bin ich, okay. Ja, eben, das hier alles schön abzuarbeiten und dann dabei ganz links anzufangen. Da ist nämlich dann auch das Ende von Hogwarts erreicht. Also wenn wir jetzt hier noch ein Stückchen weiter nach links gehen, da kommen dann nochmal Klassenzimmer. Genau. Und dass wir quasi das Feld von hinten aufrollen. Hier ist Ende. Ja? Hier ist diese Sackgasse. Und hier würde ich jetzt dann ganz gerne anfangen und dann von hinten anfangen, Hogwarts durchzusuchen. Nach goldenen Steinen, nach roten Steinen, nach Charaktermarken und allem, was wir so brauchen. Und wenn wir dann mit Hogwarts durch sind, dann geht es nochmal an die Level. Und wenn wir mit den Leveln durch sind, geht es an die Bonus-Level. Ja, das ist so mein Plan. Also, jetzt geht's endlich richtig los. Lange genug hat es gedauert. Ich glaube, 8 oder 9 Folgen jetzt im freien Spiel. Allein Vorbereitung, bis wir hier jetzt richtig loslegen können. Ja, und wir haben ja auch schon einiges mitgenommen unterwegs, was jetzt nicht zwingend sofort notwendig gewesen wäre. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim großen 100% Run. Ciao!